Ich muss ja rumrennen wegen meinem Funkgerät, Elmo. Und jetzt nur brauche ich nur noch die scheiß Funktaste 32,9 und was war Ding? Wieso kann ich jedem außer Berliner ein Für Pistolenmagazin geben? Weil Berliner keine Pistole hat. Ich habe keine Pistole. Nein, okay. Nur ein Funkgerät aus der, ich brauche aber auch kein Pistolenmagazin. Ich frage mich allerdings, warum kann ich eigentlich... Alpha hier. Warte. Wir können dann abrücken. Wieso soll ich eigentlich alle, die hinter mir im Fahrzeug sitzen? Könnt ihr Nebulana hören? Nee. Echt? Ich höre alle, die hinter mir sitzen. Die schreien so. Nee, die unterhalten sich ganz normal, ich höre sie aber. Bei der Nebulana sitzen wir. Wir machen gemächliche Fahrt. Wir bekämpfen nur, wenn wir bekämpft werden. Bisschen mehr Abstand halten, bitte. Genau. Ja, weil wir jetzt doch das zweite Fahrzeug sind, falls die ersten auf eine Mine aufhaben. Das Ding wäre auch etwas wichtig, falls der Arsenal ist, was du an Waffen hast. Ja, letztendlich wäre... Abstand von 100 Metern bestimmt, oder noch etwas mehr. Ja, du kannst ja alles einstellen mit deutscher Ausrüstung. Ey, ich verstehe nicht, hör die alle im dritten Wagen. Ist doch cool. Alpha hier, nochmal zu unserem Vorgehen. Wir rücken jetzt bis zur Position vor, stellen die Fahrzeuge dort ab und betreiben Aufklärung aufs Zielgebiet. Mitgehört, ja? Ja. So verstanden. Korrigiere 3. Zwei verstanden. Auch keine MGS auf die vorne und sind die einzigen mit MGS. Das ist ja die Lied. Echt nervig, dass ich die Hintermänner höre. Klingt wieder nicer. Standard. Ja, es wirkt so ein bisschen wie ein Großraum. Zugabteil. Das Kuppel spielt. Wie, der ist jemand anders, das geht gar nicht. Das ist wirklich so, macht ja keinen Scherz. Hier, Elmo? Hattest du das vorhin im Wandel auch nicht so ganz okay, was der Psy und Mine uns wieder alles geplappert haben, mäßig mit den Leuten, die halt Fehler hatten? Das Schlimme ist ja, ich lade das nachher bei YouTube hoch und jetzt wird gerade über Psy gesprochen. Aber Marv hat doch sowieso Elmo bei sich im Auto sitzen, oder nicht? Ja, ja. Es geht gerade um die Fehler der Vorgängermission. Ja. Stream braucht mit. Weißt du, Lothar, ich bin smooth und ich habe das nice dann verdammt. Falls Beschuss kommt oder so, versuch dich am besten hinter eins erfahrt, also die werden sich hoffentlich dann so in die Keilformation aufstellen oder quer so auf die Straße, so hinter eins von den beiden bleibst. Und nicht offen da stecken. Hm. Hier bleibt dann. Ja, also Mike, ihr seid mir ja erst frisch zugewiesen worden. Also das sind dann auch eine Kampferfahrung an. Haben wir 3 an sich? Also, der nächste Deckung, den Compound werden. Ich glaube, da haben wir beide relativ viel. In dem Prinzip hier noch nicht. Nein, also taktischer Realismus. Eher weniger. Ja, ich warte bestimmt bisher bei diesen privaten Söldnertruppen, auf diese Disziplin gewartet hat. Natürlich. Diese für dich zur Info. Das Medic-Fahrzeug hat gerade besprochen, wie sie sich bei einem möglichen Angriff sich Deckungs... Das kannst du gar nicht hören. Das kann ich. Entschuldigung, dass ich hier noch einen zweiten Kanal im Ohr habe. Ich wollte dir ja bloß Bescheid geben, nicht, dass du dann gleich aussteigst. Die werden sich dann irgendwie links oder rechts von uns positionieren. Kommt drauf an, wo dann her der Beschuss kommt. Dass du nicht gleich aussteigst und dann überrollt wirst. Die wollen sich dann schützend neben uns stellen.
schützend nehmen, sonst finde ich gut. Sollten wir nicht die Medics schützen? Ja, du hast das jetzt nicht... Ja, ist okay. Die haben kein Vertrag. Zustand, Fahrzeug, kommen. Enzo. Hä? Wow. Zustand, Fahrzeug? Wie jetzt? Was kaputt ist? Kann mal jemand hinter uns gucken? Ja, hinter uns ist alles gut. Okay. 3 meldet Fahrzeug grün. 1 grün. Zwei grün. Sagt das 3. Ja, so verstanden, Alpha Ende. Halbe und Test. Elmo. Geh gar nicht mehr mit hier in den Team an, rein, dass hier irgendwas wirklich so funktioniert, wie es funktioniert. Muss man jetzt ablegen, oder? Das hat's noch nie. Und jetzt geht erstmal den Berg runter. Und dann unten im Tal. Ist dann links wieder ein Berg rauf. Und wie sind die ganzen Straßen perfekt für den Hinterhalt, oder? Nein, überhaupt nicht. Fühlt sich vollkommen sicher. Guck einmal durchgeht auf dem Boden, ob ich irgendwelche LEDs sehe. Ja, deswegen genügend Abstand halten, einen Tunnelblick bekommen. Immer mal einen Blick nach links und rechts werfen. Also das Ding ist halt einfach, was ich mir auch mal... Sicher eben in den Spiegel. Ich wurde jetzt mal da, also das letzte Mal da war, da auch mit Arma gespielt habe bei der Mission da von Foxman mit dem, ja, Basar und so. Alpha hier, nochmal zur Erinnerung, unser Auftrag, Geiseln, vermeintlich 3, befreien. Und dabei, wenn möglich, Sekundärziel, Gefangene nehmen. Alpha Ende. Nee. Drei verstanden. Einmal bitte durchfunken. 1. Das hat 2 verstanden. Gut. Was? Hast du nur 1 gesagt? 2 verstanden. 1 reicht. Meine ich, bei der Bundeswehr heißt das nicht 1 mit? Ja, Entschuldigung, stimmt das. In der Fliegerei sagst du. In der Rotte nur. Ja, ja, unser Elite-Pilot hier. Ich würde eigentlich am liebsten im G-Schütze spielen. Jetzt kann ich übrigens nur noch Muff hören, glaube ich. Ja. Ich würde ja auch... Ich weiß nicht, ob das hilft. Also ich würde auch gerne im G-Schütze spielen, aber... Nee, die anderen höre ich nicht mehr. Hier Alpha 3, Führungsfahrzeug. Wir werden nur kurz auf der Gruppe Halt machen, kurz ausspähen und dann weiterfahren. Ja, so verstanden. Dann soll ich den 1 parallel daneben stellen, der Rest bleibt dahinter. Du bleibst links daneben. Ich korrigiere, Alpha 1 soll vorfahren. Alpha 2 und Alpha bleiben zurück. Fahrzeug halt! Halt, Fahrzeug! 3 hält. Okay. Halt. Bist du jetzt vor den anderen davor gefahren? Ja, das ist richtig. Sollte ich halten. Was hat er gerade gesagt? Er hat gesagt, ich soll weiterfahren. Vor ihm. Na, parallel. Habe ich mich vielleicht verlassen. Ist okay, korrigiert, bleibt er gesagt vor. Passt schon. Ja, vor zu den anderen. Okay. Also, ich sehe ein weites Tal. Hinten Ölförderpumpen. Sonst wir sind so weit gefahren, ich sehe die anderen gar nicht mehr. Gut. Auch nicht. Ja, das liegt am Hügel. Ja, ja. Direkt über die Kuppe. Das Einzige, was ich sehen kann, ist der Rückspiegel. Ich habe auch keine Wärmesignaturen. Bis auf ein Häschen. Ja, wir sind über die Hügelkuppe drüber gefahren, spähen nach Westen aus, freie Sicht ins Tal, keine Aktivität. Ja, dann setzt sich 3 wieder nach vorne. Ja, machen wir dann weiter. Alte Bereinvolle. Durch rechts an die Seite. Nein, die fahren an uns vorbei. Halten. Wenn die anderen vorbeigefahren sind, vorbeifahren lassen. Abschalten. Da. Dann entschließen.
Welchen Abstand hast du jetzt etwa? Ich sehe das so schlecht durch die eigene Optik. Bis jetzt ca. 50. Ja. Und jetzt gleich auf 100. 100 Meter. Alle, weil wir sonst hier auch nicht die Übersicht behalten können. Oh, so, jetzt ist gut. Ja, sehr schön, danke. Ich sehe so ein Namensschild, also intern in der Gruppe. Ja. Kein Problem. Wer mit Bildkontakt? 3 meldet Kontakte, linke Seite. Ah, der Kontakte kommt. Ja, oh, ein ganzer Trupp, 6 Mann. 300 Meter, linke Seite, linke Seite. Bei denen behalten wir den Blick drauf. Ja, bewaffnet. Ja. Beschuss. Explosion bei der Truppe. Wir holen den RPG raus. Negativ weiter Gas geben, Gas geben. Außer Sicht. 3 hält. Oh, stopp! Zurücksetzen hinter die hinter das Haus. Stopp. Was ist denn jetzt Phase, kommen? Ja, Mannstark ungefähr auf Hügelkante, vermutlich bewaffnet. Die sind bewaffnet, ich hab's gesehen, ne? Hier 1 Trupp bestätigt, ca. 6 Mann definitiv bewaffnet. Gib mir mal eine Richtung, kommen. 196. Richtung 200. Das ist ein Doppelfunk, oder? Da, Sichtkontakt auf 193. MG-Schütze. 1, Sichtkontakt 193. Ja. Ja, wir nähern uns langsam auf unserer bekannten Route weiter an. Das Fahrzeug von Alpha 1 hält durchgehend Kontakt dorthin. Helene, verstanden, du bleibst drauf. 3 fragt nochmal nach, das heißt, wir fahren jetzt wirklich bis zum Endpunkt mit Fahrzeug. Jawohl. Verstanden, 3 fährt an. Wir gucken mal durch, dass wir schon... Bitte Platz lassen. Lass den Platz. Gucken mal durch, dass... die wahrscheinlich schon irgendwas da, wo du sonst irgendwas ist da explodiert bei denen. Einfach folgen. Zuerst an. Zweiter mutet Beschuss. Dem was ist da schon hochgeflogen. Absetzen. Wagenburg kennst du? Verstanden. Alle absetzen, ja. Eine Wagenburg. Achtung! Wie schön es war, aber... Ja, eigentlich schon, aber... Die wollte auch nicht. Stehen auch links Leute von uns am Fahrzeug, links neben uns? Ja. Ja. So, und die Leader treffen sich am Fahrzeug 1. Komm dazu. Sein Commander sitzt. Gut, danke, Elmo. Also Feindtrupp war ungefähr jetzt auf 180 Grad, hat sich von uns wegbewegt. Ich suche gerade mit der Wärme über die Umgebung. Rosi, komm mal bitte auf die andere Seite und deck mit Berliner die Südseite ab. Ja. Viel sehen tut man ja nicht. Nee, aber der Feindtrupp, der war auf der Seite. Das ist richtig. Na, also, vielleicht kommen die ja noch hier rüber. Ich sehe Bewegung hinten auf dem Berg. Was?
Richtung 200 auf dem Berg gegenüber. Ja, 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 korrekt. Ja, positiv. 4 Kontakte bewaffnet. Das kann ich nicht erkennen. Ein Maschinengewehr. Richtung 200, 4 Kontakte bewaffnet auf dem Berg. Ja, bestätige. Die sind aber zu weit weg, also die durften uns da nicht gefährlich werden. Elena, geh mal wieder ins Geschütz, bitte. Ja, verstanden. Und keine Batterien für den Laserpointer? Doch, die gab's in der Kiste. Ja, ich hab den Laserpointer einfach im Auto geklaut. Diebstahl. Halt die Typen mal im Auge. Ja gut, die sind 1006 entfernt. Kein Problem, für den Scharfschützen. Ist aber keiner dabei, wir haben alle nur AKs und einer hat eine MG. Ich sehe die nicht mehr durch mein Visier. Richtig. Ich sehe so Umrisse da oben. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ich kenne das Gefühl. Oh, ich dir. Ich glaube nicht, dass sie uns gefährlich werden. Nee, glaube ich auch nicht. Guck nochmal weiter im Umland. Weichkernmunition. Ja, was für dich? Ich will Hartkernmunition. Nee. Und keine Leuchtspur. Du musst ja sehen, wohin du schießt. Ich schieße einfach ungefähr und richte mich nach dem Leuchten aus. Weichkernmunition ist, du kannst damit nicht gepanzerte Ziele ultra leicht killen. Jetzt wieder auf. Ah, guter Funkspruch. Da sind die Dudes nicht. Alpha 1 absitzen, nach vorne, hinter dem ersten Fahrzeug sammeln. Fahren wir, laufen wir. Sorry. Laufen. Gut. Alpha 2 komplett absitzen. Alpha kommt mal raus. Wo ist der Emo? Also. Gut, es sieht so aus. Wir werden jetzt südlich mit einer Verdichtung 2371. Seid ihr so flexibel, dass wir hier laufen können? Oder seid ihr irgendwo noch zu schnell gepackt für Lena und Mike? Naja, wir müssen nicht unbedingt rennen, oder? Ich hab 30 Kilo. Alpha 1 und 3. Also unser Auftrag ist, wir werden jetzt hier mit Alpha 3 zusammen auf den Hügel nordwestlich von uns gehen. Das ist die Anhöhe 2359 und werden von dort aus ausspähen in alle Richtungen. Primär 21 Kilo vegetiert. Wird sicherlich im Südwesten sein, diese Siedlung Kakaru, die Geiselnehmer erwartet werden. Die Magazine am Mann. Wir werden da leicht am Hügel entlanglaufen, damit wir nicht direkt gerade hochlaufen, sondern es ein bisschen von östlicher Richtung aus ran. Und wenn wir beschossen werden, werden wir zurückfeuern, ansonsten gehen wir etwas vorsichtig vor, werden jetzt nicht die Initiative ergreifen. Alles klar? Alles klar. Erlaubnis, um mal kurz zum Fahrzeug zu gehen. Was möchte? Ich muss mal was wechseln. Ja, mach. Ein Tampon. Du schnell eine Frage. Sorry? Jetzt ist er raus. Das ist gar nicht bei, wie wär's, wie wenn mein Zug weiter hinten laufen würde wegen Sun? Könnt ihr auch vielleicht mal ein bisschen am Berggrad euch eher nach Westen orientieren und wir schauen primär nach Norden. Ich bin bei 33, wenn das die Frage war. Ich laufe voran, bis wir dann zum Gipfel hochkommen, okay? Ja, klar. Was ist? Gut, es geht los. Minendetektor hast du, gell? Ja, ich hab Minendetektor, was piept, und ich hab den zum Tragen. Okay, Juli, wir folgen der Gruppe. Okay, wir können. Folgenden Trupp, Juli.
Hast du auch ein volles Magazin? Beschuss? Beschuss? Ja, lass uns doch gar nicht. War noch aktiv? Wir bleiben hier in Stellung, werden unterdrücken, die anderen umgehen von links. Diesel? Wieso startest du? Jemand verletzt? Negativ. Ja, grün, Diesel ist... 1 und 3, alles grün, grün. Das war die Truppe, die wir in der... Okay. Ich zähle nur 4 jetzt. Ja. Extra Gruppe war es. 4 Mann bekämpft, vermutlich noch 2 aktiv. Wir unterdrücken, ihr umgeht. Diesel, guck mal, rechts von dir. Ja. Den Felsen, komm, wir verschieben. Kontakt auf 200, auf dem Berg. Die Person. Das ist euer MG-Schütze? Ja, das sind hier. Die wir schon mal gesehen haben. Kosi, schieb mal hoch zu dem Felsen, kannst du gescheit auflegen, komm. Hoch. Rot, hoch zum geht. Felsen. Ja, verstanden. Los, schieben, schieben, hoch, hoch, komm. Meter und schon ein Magazin verballert. Schau mal nach, vielleicht kannst du irgendwo auflegen, gescheit. Wenn nicht, dann geht's halt nicht. Dann pack dich daneben, dass du dich wenigstens abrollen kannst. Ja, das geht nicht. Negativ, der primäre Feind war etwa 200 Meter entfernt. Die 4 Feinde liegen jetzt am Boden, die anderen müssten südlich davon sein. Ja, also ich kann hier 6 ausgeschaltete Leutchen sehen. Ich bestätige, es sind 6. 6 Tote? Ja. Und wo kriegen die Beschuss? Ja, 1 melden, 6 erfolgreich bekämpft, wir haben doch 6 erledigt. Ja, was die jetzt bekämpfen, das wird da hinten sein, auf 1006 Meter. Aber es sieht eher aus wie von links, wa? Ich glaube, die haben dann eine andere Patrouille getroffen. Ja, die sind noch welche getroffen, die noch weiter südlich im Tal sind. Okay, die ersten haben wir jetzt ausgeschaltet. Wir halten hier jetzt... Diese eigene Kräfte auf 140 auf der Anhöhe. Hab ich verstanden, danke. Okay. Rot, ihr geht mal hoch zu den nächsten Felsen Richtung 230 unter dem Baum, aber haltet euch östlich von dem Horizont. Jo. Ich kann nichts sehen. Ich habe auch keinen GPS, ich weiß gar nicht, wo wir sind. GPS, gute Sache. Ach ne, hier sind wir, okay. Ungefähr. Zielgebiet ist im Südwesten. Okay. Richtig, wir ziehen gerade genau drauf zu. Oder wie ist das hier oben? Alles schick. Ja. Hat bisher kann ich keine Bewegung erkennen. Es hat aber noch keiner irgendwie die rechte Flanke irgendwie mal abge... spottet, oder? Nee, aber wir schauen auch in die Richtung. Geht ihr bitte nochmal... Ich frage jetzt gerade mal nach bei Lied. Lied hier 1. Frage, sollen wir Position halten oder vorherigen Auftrag fortsetzen kommen?
1, verstanden. Okay, ihr beide Richtung... Richtung 200. Drei hier, eins, no joy. Wieso, was hast du gemeint? Ah doch, jetzt weiß ich, die da drüben, die durch die Luft schweben. Ja, ja. 200, ungefähr einen Kilometer entfernt. Ja genau, die hat man vorhin auch schon mal gesehen. Ja. Auf der Karte markieren. Aber das ist doch Bullshit. Ey, diese willst du nicht mal sagen, dass es sinnvoller ist, wir kommen von Norden ran, da haben wir nämlich Deckung durch die Häuser und dann durch die Steinwände, wir kommen doch so nicht ans Dorf ran, da sind wir auch total offen. Wir müssen den Berg halt runterlaufen. Ja eben, da sind wir komplett offen. Ich hätte gesagt, wir laufen jetzt Richtung Norden und gehen komplett an der Straße entlang und dann von Haus zu Haus. Und dann haben wir halt sogar die Steinwände. Elite 1-3 nochmal eine Nachfrage. Wir haben im Norden von dem Zielort wahrscheinlich einige Felsen und Bäume zur Deckung. Frage, sollen wir lieber über die Seite folgen? Ihr stellt doch nicht etwa die Kommandantur in Frage. Na gut, okay. 1-3 verstanden, wir rücken zu euch auf Ende. Drücken, gut, komm. Rüber zum anderen Trupp. Komm, auf geht's. Ist Mike dran? Wo ist Mike? Ah, da. Mike ist vorne, das ist der mit der Panzerfaust, kann man sich merken. Der will unbedingt was in die Luft jagen. Nee, das darf er nachher auch, bestimmt. Mit der Goa'uld-Stabwaffe? Stargate. Das habe ich wieder Ausdauer, ey. Bist du schon aus der Puste? Ja. Achso. Ist das Nickerchen oder sollen wir hier warten? Über die Fahrzeuge hoch zu. Ihr könnt kurz abknien, wenn ihr von der Ausdauer habt. Ich komm gleich nach. Mach mir eine Schnürsenkel zu. Nicht ohne so ein scheiß schwerer Rucksack. Das sind ja eigentlich nur 33, aber dieses Rumgerenne hier. Ja. Für das Rumgerenne habe ich mich nicht gemeldet. Siehst du den? Es müsste ein weißer Streifen oben rechts sein, ja? Siehst du? Der ist gelb. Ja, dann ist der Ausdauer schon recht unten. Wenn der weiß ist, dann ist die auch komplett aufgeladen, die Ausdauer. Und rot ist kurz vorm Abkacken. Ja, ich hätte so den RPG doch nicht mehr sollen. Also ich kann weiter. Ja, dann rückt halt einen Teil schon mal ab. Nicht, dass Diesel alleine ankommt. Das ist, weil Diesel keinen Rucksack trägt. Dürft euch gleich ausruhen. Komm mal mit ran, wir gehen auf die linke Seite. Crossing, watch out! Rot hierhin. Oh, tot hierhin. Der Tod kommt mit. Wer ist denn tot? Ja. Hallo, legst du dich mal hin? Bist ja nicht. So. Okay.
Lied hat mich gerade informiert, die haben schon die erste Geisel vermutlich gefunden, unten in der Siedlung. Ich schaue es mir selber auch gleich mal an. Warum hat eigentlich jeder ein Ziefern raus, eigentlich? Eine Geisel, die Kontakt auf Karte markiert. Wie Ziefernrohr? Ist es das ein zweistöckiges Gebäude auf der westlichen Seite. Ich habe auch noch ein Red Dot, also. Ihr seht ihr diese offene Jeep-Fahrzeug? Ja. Geisel befindet sich vermutlich in dem Gebäude halb links dahinter auf diesem Podest in der zweiten Etage. Ich sehe in dem Haus zwei Kontakte. Ja, ich sehe auch davor, beziehungsweise dazwischen noch eine Infanteriepatrouille. Das Fahrzeug ist auch besetzt. Wie überspät die jeden hier? Abenddog. Ich habe eine Mine gesichtet auf 247 an dem zerstörten Hunter. Lina, siehst du das? Ja, habe ich schon vermutet, dass das sowas ist. Ja, da liegt eine Panzermine. Was hast denn du für ein Scope? Ich habe das Fernglas. Assi. Ich kann das Auto sehen. Ja. Ja gut. Gut, dass wir keine Panzer haben. Ja, aber der Fennec muss... Ja. Von hier aus können wir richtig gut mit dem Panzer wirken. Scheiß auf die Geisel. Wie kannst du denn sowas sagen? Das muss ich immer alles rausschneiden. Na gut. Wir würden alles tun, um die Geiseln zu retten. Ja, egal wie, ne? Da sind Stolperdrahtminen. Wo? An dem... auf 243, 5 Meter über dem Fahrzeug. Zurück zu Fahrzeugen, genau. Über dem Wrangler, da kann ich auch sowas sehen. 2359. Da ist eine Stolperdrahtmine. Ja, an den Treppen, also... wo ist unser Squad? Ja, ich sehe das. Über dem kleinen Vierer-Jeep, ne? Genau. Wird unser Squad-Lead das nicht mal durchgeben? Was an den Eingängen Minen sind? Ja, vielleicht kann er dich nicht hören. F1 zu hören. Gibt's was Neues bei euch? Ja, das gesamte Gelände ist vermint und die Eingänge zu dem Doppelhaus, wo die Geisel angeblich drin ist, ist an der Treppe eine Stolperdrahtmine. Sind neue Informationen, ja. Ja, und an dem Hunter, das mit der Panzermine hast du auch gehört, ja? Nee. Gut, dann weißt du es jetzt. Wenn ich weiß. Der am zerstörten ist, Hunter ist eine Panzerabwehrmine auf der Straße. Ja, der Absicht ist, dass wir hier oben bleiben. Ja, ich zumindest. Wo ist meine M107? Fällt echt so. Oh, ey. Pure Eskalation. Wo eine Stolperdrahtmine ist, wird auch eine andere noch sein. Aufgeklärt, das ganze Gelände scheint vermint zu sein. Das heißt, wir können nicht direkt anmarschieren, sondern müssen entsprechend vorsichtig vorgehen, können nicht direkt in die
Gebäude rein, zum Beispiel am Gebäude mit Geisel eine Stolperdrahtmine kommt. Eins verstanden, Ende. Okay, Sie haben es aufgenommen, das ist vermint, das war schon bewusst. Folgender Auftrag für uns. Alpha 3, die zwei Mann, die werden auf unsere ursprünglich geplante Position im Norden zurückgehen, um nochmal von Norden aus aufzuklären, ob dort irgendwas ist. Wir gehen jetzt nach Süden in diese Wanne zwischen den Gipfeln zu den 2, 3, 4, 3. Und der Gruppenscharfschütze und Leads, die liegen noch hier vorne und spähen aus, bleiben hier oben. Also, mitkommen. Cosi, du hast ungefähr die gleiche Geschwindigkeit, wenn du die Waffe gesenkt hältst. Okay. Wenn du jetzt noch zweimal C drückst, hast du die gleiche. Zweimal C? Hm? Dann springt er. Dann fängt er an zu springen. Nein, das war zweimal V. Verbrauchst du auch weniger Ausdauer. So viele Steuerungen, die ich nicht kenne. Solange du Maus 1 kennst, ist alles okay. Rechts und links. Maus 1 und 2 beherrsche ich sogar. Ja, du machst einen Screenshot, wenn du beides gleichzeitig drückst. Ich brauch gleich mal eine Pause. An den Felsen hier. Oh, cooler Kreis. Rechts oder links? Wo gehst du hin? Ich mache hier links. Okay. Auflegen kann ich natürlich nicht. Ist ja auch viel zu einfach. Jetzt kann ich Luft bekämpfen, aber ganz sicher nicht die Feinde. Also ich würde ja sagen, dass das letzte Gebäude... Wo sind wir denn? Hä? Ach so. Wie weit ist ein Diesel weg? Ach, da hinten. Okay. Diesel für Berliner. Höre. Das letzte Gebäude im Süden von Einsatzgebiet kommt mir ein bisschen spanisch vor. Da steht ein Stuhl, das könnte ein Wärterstuhl sein. Meinst du den Klappstuhl auf dem Dach? Nee, nicht auf dem Dach, da wo die Rundsandsäcke sind. Ist der Helikopter eigentlich schon gemeldet worden? Bestimmt. Den konnte man zwar auf dem... Warte mal, ich komm zu euch rüber. Na, wieso denn? Sieht er. Da, auf der Karte ist schon Fluggerätus gemeldet. Damit wird das wohl gemeint sein. Ja. Ich bin da, sag mir nochmal. Das ist das südlichste Gebäude im Einsatzgebiet, also von uns aus gesehen das auf der linken Seite letzte Gebäude. Da steht ein Klappstuhl,
und sowas, meine ich jetzt, könnte ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich der Stuhl ist für den Wärter. Ja, könnte gut sein, oder so ein Sunset-Projekt. Da sind ja auch drei Wachen und... Genau. Melde ich gleich. Vermutlich, ne? Lied hier 1, neue Informationen kommen. Mike, bist du in der Nähe? Ja. Positiv, Aufklärung. Wir haben an dem südlichsten Gebäude, östliche Seite der Straße, drei Mann Bewaffnung sowie Sandsackbarriere im südlichen Bereich sowie Klappstuhl erkannt. Sieht aus wie ein Gebäude, in dem man einen Gefangenen unterbringen würde kommen. Mike, du hast doch den Entfernungsmesser, richtig? Ja. Komm mal kurz her. Du kannst aber ein bisschen zoomen. Ja. Von uns aus gesehen, das zweitnächste Gebäude, das ist ein Zweistöcker. Da stehen zwei Mann. Oben kannst du durchs Fenster schauen. Ja. Kann nicht erkennen, ob da einer davon Geisel oder nicht. Die rechts sind auf jeden Fall beide bewaffnet, also keine Geisel. Sonst im Gebäude ich auch nichts. Hier eins markiert. Ja, das Fahrzeug rechts der Truck daneben ist aber auf jeden Fall auch besetzt, also da ist eine bewaffnete Person drin. Okay. Weil zwischen den, da ist nämlich auch noch so ein Skoda, ne? Steht da auch noch. Ich seh's. Moment. Genau, ein Verdacht, wo eine dritte Geisel sein könnte. Der Skoda ist aber leer. Ist ja noch nicht, oder? Bin ich noch mal? Naja, also ich würde... Nee. Eigentlich nur noch Vermutung. Das identische... Wo die erste Geisel gemeldet wurde, dieses Gebäude gibt es ja identisch noch mal näher an uns dran. Ja. Da stehen ja auch noch zwei Typen... im zweiten Stock auf dem Balkon. Also die erste Geisel sehe ich jetzt. Ja, die kann ich auch sehen. Die ist weiß angezogen. Sind die anderen, sind das alles Wissenschaftler, die weiß angezogen sind, oder? Ja, sollte so sein. Okay. Würde ich mal nach weißer Kleidung anschauen. Ich gehe noch ein bisschen hier nach Süden. Ja. Dass wir noch nicht aufgeflogen sind. Hat ja noch keiner einen Schuss abgegeben. Das wundert mich ja sowieso. Das macht ja normalerweise auch immer einer. Das auch, aber wie weit sind wir noch entfernt? 300 Meter? Also oh, Explosion. Explosion. Explosion im Zielgebiet. Hast du gesehen, was es war? Nee, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass einer in die Mine gelatscht ist. Aber von den eigenen? Ja, ja, Wegpunkt. Passiert. Wir sehen nicht aggressiv. Oh, Bewegung. Ah, da ist Bewegung. Warum ist da Bewegung? Wo genau? Ja, vor uns das zweite Haus. Da klettert gerade jemand die Leiter runter und läuft jetzt nach rechts. Der war eben noch oben auf dem Balkon gewesen. Ah, ja, keine Lust mehr. Ja, der zappelt da ein bisschen rum. Bewegung. Die fangen an zu rennen. Ja. Vermutlich wegen der Explosion. Das kann sein. Weil die Patrouille bewegt sich standardgemäß weiter. Vermute mal, Feindpatrouille ist auf eigene Mine getrampelt. Das war die Explosion zwischen den Häusern. Ja, hat der Lied gerade auch so gesagt. Also das wohl wahrscheinlich... So, folgendes zum Vorgehen. Wir werden jetzt den Zugriff vorbereiten. Alpha 3 und Alpha 2 werden aus Norden anrücken. Alpha Lead Element wird zu uns aufrücken. Und dann werden wir aus südöstlicher Richtung
auf das Dorf zugehen. Ist da nicht direkte Bewegung von den Zweien auf uns? Rot verstanden. Was, die kommen auf uns zu? Nee. Guck mal, da, also sie sind jetzt schon außerhalb des Dorfes. Ungefähr in unsere Richtung. Ja, also... Also das ist auf jeden Fall nicht mehr wie eben. Also eben hat sich keiner in die Richtung bewegt. Sag mal... Ach nee, für den Vektor brauchte man Batterien, wa? Scheiße. Ja, ich halte ihn einfach mal im Blick. Rot an Weiß, zwei Mann kommen jetzt auf uns zu. Erkannt, schon weiter gemeldet. Okay, am südlichen Gebäude, der an den Sandsäcken ist auch weg. Scope ist noch in der Verschiebung, der kann noch nichts sehen. Ist aber hier auch im Funk. Wo sind die zwei? Da. Zwischen den Tannen, zwischen der ersten Tannenreihe jetzt. Also sie kommen so langsam ziemlich nah. Ja. Ja, nicht hetzen, Ausdauer behalten, kampfbereit bleiben. Und wir sind dann auch da, Diesel. Ich würde sagen, die sind noch gut 300 Meter entfernt. Komm auf uns zu. 300 nicht, ich sehe sie aber scheinbar. Was war denn das gerade? Mr. Sniper? Dass das Sniper ein Hörreichweite ist. Echt nicht? Wo zieht denn der hin? Der guckt in die Luft. Wer denn? Da hinter dir liegt der Sniper. Der Group. Der Morksman. Mein Rucksack ist im Weg. Ah, die kommen jetzt über den Hügel. Oh ja. Also ich leg dann schon mal an, ne? Ich kann nicht auflegen. Dann kann ich nicht mehr hoch genug zielen. Echt nicht, wenn du dich ein bisschen hinlegst, hier an den Stein und ein bisschen... Nee, dann kann ich nur noch Luftabwehr spielen. Habe ich schon versucht. Rot, habt ihr die 2 im Blick? Positiv. Halten, nicht feuern. Halten! Das liebe ich ja, das ist ja wie in meinem Beruf. Ja, in meiner Tätigkeit. Nicht handeln, nur verbal abhalten die Leute. Na gut. Die wollen nicht mit uns spielen. Ne, die hatten keine Lust mehr. Schade. Ja, die haben wahrscheinlich hier hochgeguckt, sahen einfach nur, dass hier 7 Leute schussbereit lagen. Rot auf mich aufschließen, wir gehen über die südliche Flanke noch ein bisschen näher ran. Scope, hast du schon Sicht? Komm mit. Master Commander. Nee, negativ. Halt, rankommen, wir gehen. Nee, ich lauf nicht geduckt. Zu viel Ausdauer. Hier aus links auf deine 9 Uhr. Und melde uns dann nochmal, wenn wir reingehen. Oh, das war's gleich mit meiner Ausdauer. Ich mache eine Pause, kannst du mal weiterlaufen? Nee, nee, ich bleib bei dir. Gut. Es ist doch ein bisschen schwer, das MG. Ich schließe auf. Oh, die Herrschaften legen sich hin, okay. Oh, jetzt wird auch noch gekrochen, ja?
Ab in den Dreck. Ihr wollt euch schon richtig fertig machen hier. Mal wie schnell die Ausdauer runtergeht. Welche Ausdauer? Meine ist leer. Ja, kannst du den Herzstillstand allein, ja? Pass auf. Ich mach schon eine Pause. Ich hätte mir eine Banane mitnehmen sollen. Eine. Wollt's eine haben? Anstrengende Höhenluft. Verdammt heiß. Die Sonne geht bald unter. Wie viel haben wir? Uhr. Ne, die geht gerade auf. Hi. Ja, bleibt ungefähr außer Feuerreichweite, so auf etwa 400 Meter könnt ihr ran, fächert euch breit auf und lauft den Hang runter. Meldet euch, wenn ihr soweit seid, wir sind gleich hier in Position. Kann ich den Raketen einfach liegen lassen und später mitnehmen, oder soll ich den mitnehmen? Den lassen wir müssen noch ein ganzes Stück weiter. Ja, aufgerückt. Seht ihr die zwei Mann-Patrouille, die laufen jetzt nach Norden der Straße entlang, nicht, dass sie den anderen entgegenkommen. Die sehen die aber lange vorher. Okay, gut, also weiter. Ich finde gut, dass die einen hier kriechen und die anderen laufen. Ja, anders kommen wir ja nicht vorwärts hier. Dann stelle ich noch eine Pause machen. Macht dann schon fertig, ne? Mhm. Eigentlich kann ich ja einen Werkzeugkasten hier lassen, ne? Den werde ich ja wohl nicht brauchen. Und nachher brauchen wir ihn zum Flüchten. So, mach mal ein bisschen mehr links, dass man einen Abstand bekommt. Eins verstanden. Mein Atem hört sich nach einer Pause an. Wollt ihr noch hinter die Berggruppe oder wollt ihr jetzt hier rüber? Nein, wir gehen noch ein bisschen weiter. Kurzer Schnauf hin. Und ich bin wieder in der Luftabwehr. Kann es sein, dass wir einfach uns schon gesehen haben? Was? Okay, weiter. Da liegen ein paar Tote im Dorf. Ja, das sind die, die in die Luft geflogen sind. Go, go, go! Hi! Hello! Nach vorne an den Felsen. Beschussdeckung. Ja, zum Felsen, zum Felsen. Mike, bei dir alles klar? Teamstatus? Berlin, dann grün. Kurse grün. Dann kriegst du grün. Mann, ist das anstrengend zu kriechen. Einen Schützen ausgeschaltet, andere derzeit nicht aktiv. Bitte noch was?
im Helikopter? Ach, da am Helikopter. Waren das die zwei, die vor uns weggelaufen sind? Nee, die sind noch viel weiter Richtung Norden. Zumindest sind die in Richtung Norden los. Weil die sehe ich gar nicht mehr. Wo sind die? Gute Frage. Der RPG, gell? Da vor uns läuft einer am Waldrand. Hier eins, eine unbewaffnete Person beim Helikopter gesichtet, hockend. Markiert, weiß auf Karte. Oh, Bewegung vor uns. RPG-Schutz. Ja, ach, der RPG-Schutz, ja. Natürlich bleibt er genau hinterm Busch stehen. Frage mit legen wir los. Agieren wir aus der aktuellen Position, auf die wir nach Kampfentfernung kommen? Eins verstanden und bereit. 1, wir warten gerade noch auf die anderen Teams, dass die in Position gehen, weiter im Norden. Und dann werden wir von hier aus alle erkannten Feindkräfte bekämpfen und wenn wir keine weiteren sehen, dann langsam ins Dorf einsickern. Rot verstanden. Darfst du denn benutzen, wenn ich dir den Auftrag dazu gebe? Der Raketenwerfer gehört quasi dem Teamlead. Der soll nicht die ganze Zeit auf mich zielen, ja. Wenn man schön, die Waffe, schön, ne? Schön die Waffe runter, so ist richtig. Ich habe zufälligerweise draußen ein paar Schüsse gehört. Ja, und jetzt stehen sie da, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, gut, dass da kein Toter neben denen liegt. Na gut, die unterhalten sich gerade. Ja, der ist so doof, der ist in unsere eigene Mine gelatscht. Irgendwie sowas ist bestimmt passiert. Auch wenn keine Minen in der Nähe sind. Jetzt gerade könnte ich so schön auf dich schießen. Gleich, pass auf, wenn wir Feuerbefehl kriegen, dann bewegen die sich. Dann muss ich wieder ein halbes Magazin ballern. Oh, was ist das? Neben uns. Kontakt links, links, links! Linke Flanke, linke Flanke! Ich bin getroffen. Wo sie ist getroffen. Bin getroffen. Hier ist sie getroffen. Ich muss mich verbinden, sonst war es das gleich mit mir. Alles klar, ich werfe Rauchgranate. Ich hör mal eben eine Bandage rein. Oh, jetzt. Nein!